Herzlich willkommen zurück zu Papa und Joe, dem Spiel, dem ganz gemütlich so mal keine Action vorausgesetzt ist. Alles schön idyllisch, ruhig, einfach mal locker bleiben. Ja, so, das sieht aber ganz anders aus als da, wo wir gestern stehen geblieben sind, ne? Jetzt muss ich mir mal kurz den Überblick verschaffen. Also, ich soll wieder auf die Wampe, das sehe ich ja jetzt schon. Da springen wir mal hin. Ach, wir sind ihr gestern direkt okay, der Save Point war. Okay, nee, machen wir das nochmal. Genau, wir folgen ihr nochmal und dann kommt erst dieses Rätsel mit diesem Tausendfüßler oder was da war. Ich erinnere mich dunkel. Schnell noch angeschlabbert. Alle Fröschis. So. Genau. So war das nämlich. Kiko, Aneo Senpata, Ea Papo eta Eki. Müssen wir uns das Ganze also nochmal angucken. Macht ja nichts, dauert ja nicht zu lange. Aber mir ist mal so zwischendurch aufgefallen, dass es gar nicht mehr so ruhige Spiele gibt wie dieses hier, ne? Selbst in den Jump'n'Runs muss mittlerweile alles überall explodieren. Auch auf den Handys gleich. Und das hier versucht, glaube ich, noch so eine Bindung wie damals bei Ico mit hier halt mit dem Monster damals mit dem Mädchen. Man versucht halt so Bindungen aufzubauen. So, gehen wir erstmal zurück zu unserem Monster. Da hinten ist eine Hilfekiste, die ich mal noch nicht beanspruchen möchte, aber ich muss an ihr vorbeilatschen. Genau. So. Also. Wir wollen es uns ja nicht allzu leicht machen, ne? So, Monster. Ja, hier wird sich jetzt noch nichts geändert. Ah, Moment mal. Aber ich glaube. Ja, ja, klar. Hier gab es einen Weg. So. Mal gucken. Schaffen wir uns mal den Überblick. Ich mit ihm jetzt angefangen, hier irgendwie irgendwas zu machen. Achso. Ach, man muss einfach über die Zeichen laufen. Aha. Achso, warte mal. Ich glaube, das sind die Pfade, die... Ich versuche das hier mal gerade. Passiert jetzt gar nichts hier wieder. Ach so. Kann ich hier jetzt wieder runtergehen? Ne, hier bleibt er jetzt. Also, ich habe es zwar noch nicht ganz verstanden, aber. Ups. Ich kann nur gerade ausdrücken, das heißt, der steuert automatisch. Da hat er jetzt aufgehört. Aber gut, das ist jetzt eher... Nee, jetzt muss ich mir wahrscheinlich schon den nächsten schnappen. Oder ich versuche mal zu den Zahnrädern hochzuspringen von hier aus. Vielleicht ist das ja das Rätsels Lösung. Und zwar diese da, nicht die, die ich eigentlich hin wollte. Wenn wir wahrscheinlich wieder die Wände auseinandergehen, die Häuser rein. Damit er auch da durchkommt. Genau. Ganz genau. So, ich würde gerne nochmal. Wie komme ich denn da oben hin? Da könnte ich ja eigentlich auch von hier aus. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
Stelle ich mir zumindest so vor, dass es kein Problem wird. Doch. Okay, da müssen wir eventuell später mal hoch. Oder dreht sich da schon? Nein, dreht sich da nicht. So, kleines Münsterli. Schieben wir dich mal ein Stück weiter. Mal gucken, was wir dort mit dir anstellen können. Alter, Schläfer, du Langschläfer. Okay, hier passiert mal gar nichts. Dann gibt es doch bestimmt hier wieder irgendwas. Also das ist zwar eine Ebene, wo ich drauf hüpfen könnte, aber so wie ich das sehe, hätte das eigentlich keinen Sinn. Ich mach's trotzdem mal. Ja, bin ich hier drauf und man sieht, man hört ihn zwar schnarchen, aber man sieht nichts. So. Also ich kann hier auf die Zeichen rumtrampeln, da passiert nichts. Gehe nochmal zurück, vielleicht muss ich das deaktivieren irgendwie. Ah ja, okay. Das ist ja wieder... Einfach mal beobachten. Das ist die Richtung. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, noch einen weiter. Das sollte doch... Genau. Jetzt habe ich es verstanden. So, und wir wollen natürlich in diese Richtung... Achso, nee, warte mal. Ach, das ist die Symbolik, die mir hilft. Ah, da vorne ist sozusagen mein Steuergerät. Und das hier ist einfach nur die Symbolik, in welche Richtung... Also, ne? Was da hinten halt mit verknüpft ist. Das macht mir das Ganze natürlich wesentlich leichter, das jetzt zu wissen. So. Der hat die Ruhe weg. So, das erste erstmal wieder gucken, ob wir hier nicht irgendwie drüber hüpfen können. Das sieht mir doch schon ganz spannend aus da. Machen wir das auch mal. Und hopp. Jawohl. Und hier passiert nichts. Okay. Ist jetzt nicht weiter dramatisch. Absolut nicht. Aha, ich werde ihn wieder nach da. Also, wir sehen. Ne? Ich werde jetzt dieses Zeichen da hinten benutzen. Aber irgendwas muss doch hier auch sein, wenn der hier in so eine Sackgasse führt. Der will doch bestimmt, dass wir hier irgendetwas machen. Aber da lasse ich es dann doch eher mal drauf ankommen und versuche ihn tatsächlich in die Richtung zu bewegen, wo ich auch hin möchte. So, und zwar haben wir gesagt, ganz rechts. Und schwuppdiwupp. Noch markiert? Ja. Also scheint genau so zu sein, wie ich es gesagt habe. Das freut mich. Ich habe ja nicht immer recht. Oh. Seht ihr? Doch nicht. Guck mal gerade. Hm. Das wäre auf jeden Fall die Richtung. Vielleicht sollen wir jetzt erst nach da, bevor wir... Nee, das wäre doch irgendwie... Ich sag doch, ich habe nicht immer recht. Irgendwie schade, ne? So, da muss ich hoch. Das ist mir jetzt schon bewusst. Also, latschen wir nochmal und hören einfach auf das Geräusch, was dann wieder aufblinkt. Machen wir es uns einfach mal ganz leicht. So ist jetzt mal mit der komplett anderen Seite. Ja, genau. Ah. Es ist auch genau andersrum gedacht. Das heißt, wir, ja, den Hebel, den ich anfasse, das ist da, wo er sein soll. Und nicht in welche Richtung wir den drücken wollen. Also genau das Gegenteil, wenn er versteht, was ich meine. Hört sich ein bisschen wirr an, aber ihr wisst schon, ihr seid ja nicht dumm. Und schwupps, rein da.
Jetzt wird er automatisch wach. Denn der wird jetzt wieder voll auf Agro gehen. Dann sind nämlich wieder Fröschlis. Tja. Vielleicht hätte ich mal vorher überlegen sollen, was ich hier mache. Ich weiß ja, wo es eine blaue Frucht gibt, aber da komme ich ja nicht dran. So, lauf. Und hoffentlich komme ich rechtzeitig in die Gasse, wo er nicht reinkommt. Genau. Ah, jetzt gibt es nämlich hier diese Leiter. Also Treppe. Ich sehe ja auch, dass es eine Treppe ist. Ich bleibe jetzt hier oben. Denn hier erscheint bestimmt gleich wieder das Zahnrad. Ich würde ihn das gerne da runterwerfen. Die Treppe verschwindet dann auch bestimmt wieder. Aber man sieht auch Umgebungsveränderungen, wenn er sich auf ne? Wohl auch nicht. Die Treppe, doch, da verschwindet sie. Und wir können das Zahnrad eindrücken. Naja gut, was bringt mir das jetzt wirklich? Ich habe noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil er wieder am Anfang ist? Och nö. Och nö. Ja, das ist jetzt eine ganz kleine Abkürzung. Ich muss mal versuchen, erst die Frösche da hinten loszuwerden. Ich glaube, hier sind auch keine mehr. Also war das im Prinzip... Ich behaupte jetzt mal, dass das so gewollt war. Diese ganze Vorgehensweise. Eine wirkliche Abkürzung ist das jetzt auch nicht, aber ich benutze jetzt einfach mal den Weg. So, wir haben gesagt, dort, wo der Hebel ist, das wäre ja... Das müsste dieser hier sein. Ne, genau. Dann schieben wir den mal da lang, weil da haben wir noch nicht lang geschoben. Das kennt er noch nicht. Doch, ein bisschen mit dem Fuß gezuckt. Jetzt lass mich mal gucken, wir wollen den hier, den zweitletzten. Also nicht den letzten, sondern, beziehungsweise den ersten, sondern den zweiten, der hier. Genau. So, mein Scheißeschien. Wie hier unser kleiner Junge geht, als hätte er eine Box geschissen gerade. Richtig schön eingestuhlt. So, jetzt müssen wir nach ganz links. Dieser hier. Na. So, weiter geht's endlich. Und wie sieht's so aus, als hätte er die Augen offen? Hier kannst du schön in der Sonne, bis ich die wieder hier in den Schatten schiebe. So, zum einen die Zahnräder, wie immer. Zum anderen dann unsere letzte Tat in diesem Level, höchstwahrscheinlich. Nur noch mal kurz zur Orientierung, schauen wir uns die Symbolik an. Wir wollen diesen hier, das wäre der dritte, der vierte, genau der in der Mitte. Das kriegen wir hin. Lauf. So. Gar nicht mehr allzu weit entfernt. Mene, Miste. Bitteschön. Alles für deine Kiste. So, jetzt wo wir das Rätsel gelöst haben, gucken wir noch mal rein in die Kiste. Kommst du nicht weiter? Vielleicht kann ein dicker Bauch helfen.
Leicht. Unterschiedliche Symbole zeigen in verschiedene Richtungen. Monsters Bett bewegt sich, wenn es in die richtige Richtung zeigt. Ja, das haben wir ja festgestellt. Also es wurde uns nochmal gesagt, dass es ein leichtes Rätsel ist, was darauf hindeutet, dass es tatsächlich noch schön knackige Rätsel am Ende geben wird. Was mich natürlich freut. So. Monster Lee. Und Jump.